Wie kann man so müde sein? Wie kann ein einzelner Mensch so müde sein? Und ich habe, wenn ich das so, oh Gott, ich bin schon völlig durch. Also, was ich sagen wollte, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich lispel, das stimmt. Denn ich habe mir richtig, richtig, richtig fies auf die Zunge gebissen. Oh, ja, und er ist was in meinem Mund, wo ich glaube, dass das nicht meine Zunge ist. Unangenehm. Ich habe es mir angeschaut und nein, ich werde es nicht zeigen. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu einem Krankenhaus oder einem Arzt gehen müsste, aber es ist schon nicht schön. So viel als Einleitung zu diesem Video. Oh Mann, der Tag ist vorbei und ich bin durch. Aber ich gehe nicht ins Bett, ohne dieses kleine Video für euch aufzunehmen. Denn heute wurden mir unglaublich viele Fragen zum Musikvideo zu Unvergleichlich gestellt. Das ist jetzt, boah, wie lange ist der Dreh her? Ich glaube 5 Jahre. 5 Jahre und heute durch die ganzen Fragen war das wie so ein Flashback. Also es war echt heftig. Und ich weiß noch genau, wie ich vorher zu Bartow gesagt habe, hey, ich habe eine Idee, wie wir ein Musikvideo drehen können. Ich würde gerne meine Geschichte mit deiner Musik verschmelzen. Und wir könnten doch dann Szenen aus unserer Freundschaft zeigen, aber ebenso Szenen von meiner Essstörung und hat er gesagt, ja, finde ich gut. Und ich war voll happy. Und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir es genau so. Wie soll ich denn meine Haare machen? Und dann sagt er, wie du? Und ich sagte, ja, ich halt. Sagt er, nee, du kannst dich ja nicht selber spielen. Und ich gedacht, wie? Wer soll mich denn sonst spielen? Ja, eine Schauspielerin, habe ich gesagt, nein. Da war ich voll angepisst, weil ich dachte, dass. Also, das spielt ja nicht jemand anders mit meinem besten Freund beste Freundschaft. Also, da war ich richtig eifersüchtig. Da habe ich gesagt, also, dann ist Schluss mit lustig. Und er hatte tausend so fadenscheinige Gründe irgendwie gehabt, warum das nicht geht. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn jetzt wirklich das Problem? Sagt er, ja, ich habe Angst. Ich habe Angst, wenn wir das so drehen, wie du das haben willst, dass du danach beleidigt wirst, weil das Internet ganz schön grausam und gemein ist. Und das fand ich so süß. Aber habe ich gesagt, ja, aber sie beleidigen mich ja auch so. Also, ob sie es jetzt im Netz oder in Wirklichkeit tun, ist doch egal. Sagt er, ja, aber es ist so grausam im Netz und da kann ich dich nicht beschützen. Ich sagte, doch, du bist ja für mich da und wenn die doof sind, dann kann ich mich ja trotzdem in deinen Arm kuscheln und ein bisschen ausholen. Hat er gesagt, ja, das kannst du, aber. Dann habe ich ihn mit seinen eigenen Worten geschlagen, denn er hat mal zu mir gesagt, Jana, Kunst muss ehrlich sein. Und damit hatte ich ihn, also durfte ich mich selber spielen. Aber genau das ist heute auch der Punkt gewesen, ob es denn gespielt ist. Und zwar die eine Szene, ich werde euch am Ende dieses Videos das Musikvideo zu Unvergleichlich mal hier drin verlinken, dass ihr anschauen könnt, worüber ich spreche, falls ihr das Video noch nicht kennt. Kleine Vorwarnung, es gibt eine Szene, in der ich mich übergebe und nein, es ist nicht gefaked. Viele, viele fragen nach, Jana, sag mal, der Fressanfall, war das echt? Und Jana, sag doch mal, das Kotzen, war das echt? Ich muss sagen, der Fressanfall war nicht geplant. Wir wollten es faken, weil da war ich mitten in der Essstörung. Es war der kleinste Bissen Pizza, die kleinste Prise Zucker. Hat zu einer absoluten Eskalation geführt bei mir. Und wir hatten den Plan, beim Videodreh, tu so, als ob ich reinbeiße. Und wir lassen danach in so einem Effekt dann Stück für Stück von der Pizza verschwinden, dass man quasi denken würde, ich hätte es gegessen. Das war unser eigentlicher Plan. Aber ich bin ja keine Schauspielerin. Und deswegen habe ich einfach. Ja, ich war total aufgeregt und habe einfach aus Versehen in diese blöde Pizza gebissen. Und da habe ich es schon gemerkt. Kalter Schweiß, zittrige Hände und ich war wirklich aufgeregt in dem Moment. Und dann habe ich nur zum Kameramann gesagt, halt drauf. Und ich habe gemerkt, dass Bartu unruhig wurde, aber er ist da geblieben und ich habe gesagt, okay, ich bin an deiner Seite, ich bleib hier. Und ja, dann haben wir wirklich den kompletten Fressflash gefilmt. Die einzige Szene, die tatsächlich so ein bisschen
übertrieben dargestellt wurde, ist, wenn mir das Eis hier runterläuft. Also da, ich bin schon sehr genau beim Essen und ich treffe immer meinen Mund und es läuft nichts runter. Aber das war uns zur Veranschaulichung, weil es so im Mundwinkel runtergelaufen ist und ich fand es dann so blöd, das so abzumachen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn schon, dann richtig. Naja, aber ja, dieses Schlingen und dieses Maßlose und dieses kein Ende finden, das ist halt wirklich bei jedem Fressanfall genauso, wie wir es dargestellt haben. Und es war auch einfach ganz wichtig für uns, dass wir da ehrlich sind und dass wir da, auch wenn die Bilder nicht schön sind, sie einfach zeigen, wie sie sind. Ebenso mit meinem Körper. Also das finde ich wichtig, dass man zeigt, dass eine Essstörung ja Narben hinterlässt auf der Seele und auf dem Körper. Und als dann dieser Moment war mit dem Fressflash, habe ich wirklich nur einen Ausweg gesehen. Wir hätten ja beides Varianten. Ich habe ja beides in meinem Leben erlebt. Entweder mich danach aufs Bett legen und den Bauch halten und heulen oder zum Klo gehen und mich übergeben. Ich leide ja an atypischem Binge-Eating. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, aber es hat sich halt abgewechselt. Ne? Und in dieser Zeit war es eigentlich tatsächlich eher eine bulimische Phase. Deswegen hat es mich nicht gewundert, dass mich nach dem Fressflash auch direkt der Drang zum Klo gepackt hat. Aber da hat Bato zu mir gesagt, das kann ich nicht ertragen. Das schaffe ich nicht. Ich bin dein bester Freund. Ich kann das nicht. Und da hat er gesagt, wenn du mich brauchst, bin ich hier. Aber wenn es okay ist, gehe ich jetzt eine Runde um den Block, einmal durchatmen. Denn Bato ist so ein Typ, der hat dann auch wirklich körperliche Schmerzen, wenn der mit mir leidet. Der leidet, wenn es mir schlecht geht, wirklich auch wie ein Tier. Und deswegen habe ich auch gesagt, nee, natürlich, geh spazieren, du musst dir das ja nicht geben. Und dann haben wir alleine weitergedreht, der Kameramann und ich. Ganz, ganz lieber Typ. Also es war echt großartig, dass er das mit uns gemacht hat, dass ich so ein Vertrauen auch hatte. Und dann haben wir die Szene gedreht und als wir es dann hinterher, Bato und er haben dann wirklich über Nacht da gesessen, das ganze Material, Gesichter, es sind ja nicht nur Szenen, wie ich fresse und kotze, sondern auch Szenen unserer Freundschaft, wie wir durch Berlin laufen. Ja, einfach ganz normaler Alltag und wie wir bei ihm im Studio sind und ja, einfach ja, Szenen einer Freundschaft und die Jungs haben die ganze Nacht gesichtet und geschnitten und gemacht und getan. Und dann, ich war so erschöpft, ich war einfach so müde, ich konnte nicht dabei sitzen, ich bin dann schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen bin ich so aufgewacht, hab so geguckt und hab gedacht, oh nee. Weil die Jungs waren immer noch am Schnitt. Die haben die ganze Nacht durchgemacht und guckten mich so an. Willst du es mal sehen? Und dann hat Bato mich auf den Stuhl gesetzt, hat sich hinter mich gestellt und die haben den Film angemacht. Und das war wirklich krass. Das war echt heftig. Das zum ersten Mal dann wirklich so zu sehen und wenn dann Musik drunter liegt, ist das wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist schon heftig gewesen. Ich weiß noch genau, wie ich da gesessen habe und mir wie jetzt die Tränen in die Augen geschossen sind, weil ich es einfach so überwältigend fand. Und weil ich auch so stolz war, dass ich so mutig war, mich so zu zeigen. Für alle die, die sich noch nicht getraut haben. Und für alle die, die sich noch nicht trauen. Und ich bin so dankbar, was dieses Video da draußen schon bewegt hat. Und wie viele sich schon in dem Video selbst erkannt haben oder es jemandem geschickt haben, um ihm zu zeigen, dass er nicht alleine ist. Und ich bin immer noch stolz, dass wir das Video gemacht haben. Genau so, wie es ist. Und ja, es gab blöde Kommentare. Aber es gab nicht einen Tag, wo ich mich an Bartos Schulter ausholen musste. Ganz im Gegenteil. Wir sind beide stolz. Und ja, das war heute echt ein Flashback. Eine kleine Zeitreise zum Musikvideodreh von Unvergleichlich. Und jetzt verlinke ich euch hier das Video. Viel Spaß.